So, meine Lieben, ja, Sicherheit wird bei so einem Aufzug im sechsten Stock groß geschrieben, ja, dass man letztendlich auch oben sicher ankommt. Ja, Schindler ist eine sehr gute Firma, sind die Aktien sogar auch aufgegangen in letzter Zeit, eine von den wenigen Aktien. Ja, was natürlich ich immer auch wieder bemerke bei ja, Unternehmern und Selbstständigen, insbesondere die Unternehmer werden wollen, das heißt, Softwareentwickler, Berater, Dienstleister, dass sie letztendlich so typisch deutsch ein großes Bewusstsein haben für das Thema Sicherheit. Ja, das heißt, Sicherheit in dem Sinne, dass sie sagen, okay, ich bin zwar Selbstständiger, möchte mich auch weiterentwickeln, auch gewisse Risiken eingehen, aber halt letztendlich gewisse Risiken möglichst halt minimieren. Ja, und das ist alles schön und gut soweit, nur häufig lässt sich das nicht mit dem, ja, mit dem eigentlichen Ziel der finanziellen Freiheit, letztendlich Unternehmer zu werden, genügend Cashflow irgendwann mal zu haben, um dann letztendlich abzugeben, ja, Leute einzustellen und letztendlich dann nicht nur Zeit für Geld zu tauschen zu müssen mehr. Das ist letztendlich das eigentliche Ziel, was man hier hat. Und dem entgegen ist natürlich eins zu eins das Thema Sicherheit in dem Sinne. Also grundsätzlich einfach mal, schauen wir uns im folgenden Video mal an, das Thema Sicherheit komplett gegensätzlich ist letztendlich zum Thema Freiheit. Und das ist letztendlich auch das, was in vielen Aktienkanälen und so weiter, die ich ja auch lange Jahre eigentlich meine Zeit damit verschwendet habe, die zu verfolgen, wo ja immer programmiert wird oder auch bei vielen Online-Coachings, wo gesagt wird, ja, hier mit diesem Online-Programm oder mit diesem Masterclass und so weiter, danach hast du Planungssicherheit, ja, zuverlässig immer kontinuierlich Leads gewinnen und so weiter. Und damit, meiner Meinung nach, ist so ein Hauch von ja, Unwahrheit im weitesten Sinne drin, denn grundsätzlich schließt sich Sicherheit und Unternehmertum grundsätzlich aus. Ja? Also wenn du es gerne sicher möchtest oder generell, wenn du ein sicherheitsbehafteter Mensch bist, dann ist letztendlich Unternehmertum für dich grundsätzlich nichts. Und das Problem ist meiner Meinung nach auch ein sehr modernes Problem, weil ja auch erst in den letzten Jahren, ja, ich bin jetzt vor kurzem, vor 2 Tagen 50 geworden, ja, also letztendlich erst in den letzten 5 oder 10 Jahren ist ja letztendlich das Thema Unternehmertum und selbstständig werden und so weiter so ein richtiger Hype und modern und hip und was weiß ich alles geworden. Ja, und letztendlich ist eigentlich so alt eingefleischten Unternehmern und Selbstständigen ist es eigentlich schon sonnenklar, schon immer, dass man das eigentliche Ziel ist immer die Freiheit gewesen, bei mir auch. Ja, Selbstständigkeit habe ich immer mit Freiheit verbunden und nicht so sehr mit Sicherheit. Ja, also Sicherheit hat eigentlich genau gar nichts zu tun mit Selbstständigkeit und noch viel weniger mit Unternehmertum. Und wenn du das aber immer noch mit dir rumschleppst, ja, dieses in dieser Komfortzone von Sicherheit, dass du gerne letztendlich, ich weiß nicht, immer noch so ein finanzielles Polster hier und da noch ein Polsterchen und hier noch einen doppelten Boden und hier noch ein Puffer und dies und das. Klar, es ist immer gut, wenn du auch eine gewisse Pufferzone mit einbaust, wenn es dir möglich ist. Aber wenn es dir nicht möglich ist, musst du halt trotzdem durchziehen. Und es wird immer wieder Phasen geben, wo es dir eben nicht möglich ist, Pufferzonen mit einzubauen oder weniger oder wirklich oder fast gar keine Pufferzonen einzubauen. Und das ist halt letztendlich das echte A und O im Unternehmertum, dass du durch diese Probleme, durch diese teilweise auch sehr risikobehafteten Phasen, ja, auf dem Weg zum Unternehmertum, wo dann ein paar Leute auch einstellst, ja, dass du dahin letztendlich auch ja, ein gewisses Risikobewusstsein mit einkalkulieren musst und dich anfreunden musst, damit das Risiko dein stetiger Begleiter sein wird. Ja? Und mal etwas mehr, mal etwas weniger. Aber es ist letztendlich genau das Gegenteil von dem, was halt viele sich eigentlich letztendlich versprechen. Ja? Selbstständig machen, Unternehmer werden und so weiter. Dass sie ganz viele Vermögensgegenstände haben und dann alles ist super sicher und so weiter. Ja. Wenn du Sicherheit willst, dann gibt es eigentlich nur einen Weg und das ist Beamter, ja, oder Politiker oder irgendwie sowas, ja, wo du nach 8 Jahren deine Rente bekommst. Das ist genau das,
absolute Gegenteil von Unternehmertum. Also schau dir dieses Video an und gib dem Video schon mal einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ja, hallo meine Lieben. Nur 2% aller Selbstständigen erreichen irgendwann mal das Level eines Unternehmers. Bedeutung, er ist auf einem Umsatzniveau, dass er genügend Cashflow erzeugt, aufgrund genügender Marge logischerweise, dass er anfangen kann, sich Leute zu suchen, diese einzustellen und Aufgaben abgibt, also zu delegieren und letztendlich dann de facto per Definition ein Unternehmer ist und kein Selbstständiger mehr oder Freelancer. Und nur 2%, also das heißt letztendlich nur 2 von 100, in dem Fall Softwareentwickler, Digitalexperten, Berater etc., die zu meiner Zielgruppe gehören und du ja sicherlich auch dazu gehörst, sonst würdest du hier nicht zuhören und zuschauen. Vielen Dank nochmal dafür, kannst du mal einen Daumen hoch geben. Das heißt, nur 2 von 100 schaffen überhaupt den Step und Unternehmertum. Und das bedeutet, dass du mal mindestens 4 bis 7 Mitarbeiter hast, weil dann bräuchtest du allerspätestens schon wieder eine zweite Teamleiter oder irgendjemanden, der dir dann hilft beim Managen dieser Leute. Und woran liegt es letztendlich? Und ich möchte hier mal ganz wirklich auf den Punkt bringen, auf einer Metaebene und dann auch gerne in meinen Coachings und in meiner Beratung dann einfach nochmal mehr ins Detail reingehen, woran das Ganze letztendlich liegt. Also, wir haben ja schon längst verstanden und wahrscheinlich, wenn du jetzt hier meinen Kanal schon seit längerer Zeit immer wieder besuchst, ja, und fleißig likest und kommentierst, dann ist dir wahrscheinlich schon im Bewusstsein, dass du jetzt zum Beispiel hier, du bist der Nummer, hier der Unternehmer S. Der Selbstständige S, sorry. Ja, du bist noch kein Unternehmer, bist Selbstständiger. Ja. Und letztendlich, was macht einen Selbstständigen aus, dass er letztendlich jeden Tag morgens aufsteht und irgendwelche Probleme löst. Entweder deine eigenen Probleme, die du aktuell hast, und oder die Probleme deiner Kunden, beziehungsweise die Probleme deiner Kundeskunden. Ja? Das bedeutet, Selbstständiger, per Definition, Selbstständiger ist jemand, der Probleme löst. Ja? Probleme P. Ja? Das heißt, das ist letztendlich per Definition das, was dich als Selbstständiger ausmacht. Ja? Also natürlich kannst du auch Probleme lösen, indem du Angestellter bist und so weiter. Aber du hast natürlich hier nochmal ganz andere Probleme als Selbstständiger. Und das ist letztendlich schon etwas, wo die meisten irgendwie in ihrer Bewusstseinsstufe, die so einen Kanal abonnieren wie den meinen oder auch Videos konsumieren wie die meinen, ja, das sind sie letztendlich schon. Und trotzdem stoße ich immer wieder auf Personen, die sich bei mir anmelden für ein Coaching oder auch für ein Consulting oder auch für eine operative Zusammenarbeit, die letztendlich hier, was macht denn hier sozusagen der Selbstständige? Hier ist er sozusagen in seiner Bequemlichkeitszone, das heißt in seiner Komfortzone, sagen auch manche. Und letztendlich geht es immer wieder darum, dass, sagen wir jetzt hier, die Komfortzone ist jetzt ungefähr so groß, ja, und dann erweiterst du dir wieder die Komfortzone, ja, ein bisschen hier, na, dann stößt du wieder auf das nächste Problem, ja, dann wirst du wieder, sagen wir mal, wieder deine Komfortzone wieder ein bisschen erweitern und so erhöht sich und so vergrößert sich letztendlich deine Komfortzone peu à peu. Du wirst aber letztendlich gemerkt haben, dass wenn du so vorgehst, dass du letztendlich als Selbstständiger dich weiterentwickelst, eine gewisse Weiterentwicklung erfährst, sei es als Person, aber auch, sagen wir, umsatztechnisch und so weiter, du bist effektiver und irgendwann mal kannst du durchaus, als wenn du wirklich, sagen wir mal, ein gewisses Maß an Seniorität hast, also sagen wir mal 5 bis 7 Jahre in deinem Feld wirklich als Experten dich positionierst, dann kannst du auch sozusagen hier, indem du immer wieder als Selbstständiger deine Komfortzone erweiterst, durchaus deine 15.000 bis 25, vielleicht sogar 30.000 Euro in manchen Monaten, ja, netto zuzüglich Mehrwertsteuer verdienen. Da bleiben dir dann gut 10.000 bis 15.000 Euro netto übrig, ja, abzüglich aller Kosten und Steuern. Und da kann man schon gut von leben, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also, wenn es mal ein schlechterer Monat ist, dann sind es halt 7.000 oder 8.000 Euro, ja, die dann netto übrig bleiben. Also eigentlich so viel wie ein Bundestagsabgeordneter. Also wahrscheinlich mehr wie so mancher Arzt oder aktuell mit diesen ganzen
Geschichten und Abgaben und so weiter. Also das heißt, letztendlich ist es schon eine sehr, sehr feine Sache. Nur jetzt kommt halt der Punkt, ne? Also wenn du letztendlich dann durchbrechen möchtest, ins Unternehmertum rüber, dann geht es nicht mehr darum, dass du hier sozusagen dir Probleme immer wieder anschaust und dann wieder zurückgehst in den Komfortzonen, die ein bisschen... Ja, hallo mein Lieber, ich freue mich sehr, dass du bis hierhin das Video geschaut hast, sehr aufmerksam hoffentlich, denn in diesem Video geht es nun mal um ein prinzipielles Thema, nämlich, dass Unternehmertum immer mit Risiko verbunden ist und Selbstständigkeit letztendlich mit Sicherheit nur sehr wenig zu tun hat, sich grundsätzlich eigentlich ausschließt. Und von daher, wenn du den Weg tatsächlich gehen willst und dich wirklich auch selber ernst nehmen möchtest als Selbstständiger und als werdender Unternehmer, beziehungsweise wenn du auch schon ein paar Mitangestellte oder Freelancer hast und bereits deine 20.000, 30.000 Euro mindestens im Monat machst, dann würde ich dich herzlich begrüßen, bei mir einen Termin zu buchen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ich dir dabei unterstützen kann. Melde dich am besten sofort an beim kostenlosen Erstgespräch und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Erweiterst und so weiter. Sondern dann geht es ja eben darum, dass du in der Regel Probleme hier auftauchen, die du dann einfach komplett durchbrechen musst. Ja? Also du musst ja quasi richtig durchgehen durch die Probleme. Und dann wird es langsam, dann wird es schon bitter. Also da kristallisiert sich dann so heraus, dass dann ungefähr diese 2% dann meistens nur noch davon übrig bleiben. Nur als Resultat davon, ja, hast du dann Freiheit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass jetzt du natürlich am Anfang auch nur nicht volle Freiheit hast. Ne? Du hast vielleicht den ersten Angestellten, dann kannst du mal ein bisschen was abgeben, den zweiten kannst du mal ein bisschen was abgeben und so weiter und so weiter. Aber auch das sozusagen baust du immer Stück für Stück wieder aus. Ne? Also es ist ja nicht auf einen Schlag alles so hauruck, die Wupp und so weiter. Das kannst du ja Step by Step machen. Aber um überhaupt hier jemals anzukommen, in der Freiheitszone, musst du aus deiner Komfortzone komplett raus und durch die Probleme richtig durchgehen. Also die Probleme letztendlich nicht mehr so stückelweise immer wieder ja, tangieren, dann wieder sich mit dem Problem beschäftigen, dann aber wieder zurück ab ins Husch-Husch, ins Körbchen. Ja? Und immer so ein bisschen und jetzt kommt's. Und das ist letztendlich auch der große Bruder von Bequemlichkeit und der Komfortzone. Und das mache ich jetzt nochmal in einer anderen Farbe. Ist nämlich Sicherheit. So, Sicherheit, sorry. Der Stift geht überhaupt nicht. Machen wir es nochmal rot. Sicherheit. Okay, ich hoffe, man kann es lesen. Der große Bruder von Bequemlichkeit ist Sicherheit. Und spätestens hier hakt es bei den allermeisten. Ich habe zum Beispiel einen langjährigen Kunden, der ist vor kurzem erst 40 geworden. Und das ist halt dann so, naja, ist alles schön und gut hier. Ne? Alles schön und gut. Man erweitert sich, man verbessert sich und so weiter und so weiter. Man hat vielleicht sogar schon auch ein, zwei Angestellte. Aber dann plötzlich kommt es, oh, ja, hier mein Dispo-Kredit ist irgendwie ins Minus gelaufen und so weiter, weil man halt einfach temporär einfach zum Beispiel weniger Cashflow hat, weil man einfach länger warten muss, wegen der Rechnungsstellung, ein größerer Betrag ist vielleicht sozusagen, kommt bald, aber man muss hier vielleicht, keine Ahnung, mit 10.000 oder 20.000 ins Minus rein, ja, und dann kriegt man wieder eine neue Ladung von 30.000, 40.000. Und es ist halt häufig am Anfang so, wenn der Cashflow noch nicht so gerade da ist, ganz am Anfang, insbesondere wenn du, sag mal, in dem Dreh rum bist, dass du gerade im Skalieren bist und hast deine ersten 3, 4, 5, 6, 7 Mitarbeiter, ne, dann ist es halt einfach mal so, weil du halt teilweise auch die Gehälter viel schneller zahlen musst, als dass da letztendlich deine Rechnungen bezahlt werden. Ja. Also du gehst ja da auch ein gewisses Maß in Vorleistung und in Risiko. Das heißt, und jetzt ist der Mindset-Kick, ja, der Mindset-Hack hier, Unternehmertum, ja,
Freiheit setze ich jetzt mal gleich mit Unternehmertum. Das ist das, wo letztendlich ja alle hinwollen. Es wollen alle in die Freiheit. Es wollen alle letztendlich nur noch das tun, was ihnen Spaß macht. Es wollen alle letztendlich mit ihrer Familie gut Geld verdienen, gleichzeitig aber noch mit ihrer Familie Zeit haben und mit ihrer Freundin oder die Dinge tun, die ihnen Spaß machen. Ja, auch wenn ihnen natürlich die Arbeit auch Spaß macht, aber es gibt noch was anderes, vielleicht als Familie zumindest mal oder Freundin oder Kinder oder auch andere Familienmitglieder oder Hobbys, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, was Unternehmertum letztendlich entspricht, ist letztendlich mit Freiheit gleichzusetzen. Und der absolute Mindset-Kick hier für dich sollte sein, den du mitnehmen musst. Ja? Ungleich. Sicherheit. Unternehmertum ist das exakte Gegenteil von Sicherheit. Okay? Und wenn du jetzt sagst, naja, ich will irgendwie, ich kenne das ja immer auch von diesem ganzen Coaching-Programm und diese Werbung, die ich auch ständig zugeballert werde auf YouTube und Facebook und so weiter. Und da heißt es ja immer, mit meinem Programm, mit meiner Schablone, mit meinem Online-Kurs und so weiter, hast du Planungssicherheit in die Zukunft. Planungssicherheit, Planungssicherheit, Planungssicherheit. Vergiss es mal mit Planungssicherheit. Ja, denn ganz besonders am Anfang ist Sicherheit das exakte Gegenteil von dem, was du letztendlich anstrebst. Ja. Und grundsätzlich setzen viele Freiheit mit Sicherheit gleich. Und das ist ein großer Fehler, weil das eine mit dem anderen nicht sehr viel zu tun hat. Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo ich auch viele Jahre habe ich ja auch so Aktienkanäle und so weiter halt auch verfolgt. Und da geht es ja auch immer darum, naja, wie kannst du dein Geld sicher verwahren? Ja, und dieser Sparplan ist ganz sicher und diese Anlagevermögenberatung und diese Anlageform ist noch sicherer und das ist noch sicherer und noch sicherer und noch sicherer. Jedes Mal, desto sicherer deine Anlageform ist, ja, desto weniger frei macht sie dich letztendlich, weil desto weniger Renditeerwartung kannst du letztendlich auch einfahren. Denn Rendite ist gleich Risiko. Ja? Also das ist das Spiel von Rendite und Risiko. Ja? Und wenn jetzt es super sichere Anlageformen gäbe, die unfassbar hohe Renditen hätten, dann würde das ja wirklich jeder machen, dann würde da das komplette Geld hinfließen. Ja? Also es würde rein systemisch, macht das überhaupt keinen Sinn letztendlich. Aber es ist halt weit verbreiteter Hokuspokus, dass letztendlich Unternehmertum und Freiheit, letztendlich am Ende des Tages wollen wir mehr oder weniger finanzielle Freiheit auch, irgendwas mit Sicherheit zu tun hätte. Und mit Bequemlichkeit schon gar nicht. Ja? Also Freiheit, unternehmerische Freiheit und damit auch finanzielle Freiheit, ja, ist genau das Gegenteil von Bequemlichkeit und genau das Gegenteil von Sicherheit. Ja? Und wenn du natürlich immer Play Safe machst, dann musst du halt auch dann wieder, darfst du dich auf gar keinen Fall beschweren, wenn es halt mit deinem Wachstum in deiner Selbstständigkeit nicht sonderlich vorangeht. Dann wirst du halt immer in diesem Fokus hier bleiben, in diesem Radius, dann wirst du immer wieder ein bisschen dazu machen, wieder ein bisschen besser werden, ein bisschen besser werden, ein bisschen dazu machen. Es wird ewig dauern, es wird Jahrzehnte dauern, bis du eventuell vielleicht mal 2 Mitarbeiter hast oder sowas. Und weil du halt nie wirklich diese Komfortzone wirklich als Ganzes verlässt oder zumindest mal richtig nach vorne gehst. Weil dir sozusagen das Sicherheitsgefühl, das dir wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen du dort eben vorziehst, ja, oder dir so anerzogen wurde oder aus welchen Gründen auch immer, das hat was mit einer Persönlichkeit zu tun, was für eine Persönlichkeit du bist, was für ein Typ du bist, einfach wichtiger ist als die Freiheit. Ja, also auch ein weiteres gutes Beispiel ist totale Sicherheit. Du wirst Beamter, kannst du mit 55 in Rente gehen, in einem höheren Beamtending. Oder wenn du noch höher gehst, gehst du irgendwo in die Politik, machst irgendwie 4 oder 8 Jahre, musst du da irgendwas machen, wurschtelst irgendwas rum, hast du deine Rente, lebenslange Rente. Maximale Sicherheit. Freiheit ist es aber nicht. Da kannst du nicht sagen, was du willst. Ja? Als Beamter bist du ganz schnell weg.
Okay, also letztendlich das, oder du kannst auch nicht hinziehen, wo du willst, ja, oder leben, wo du willst und so weiter. Okay, also das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und einfach mal nochmal, hier nochmal zur Wiederholung. Die meisten Selbstständigen haben bereits verstanden, dass es sowas gibt wie so eine Komfortzone und dass sie da unbedingt raus müssen, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, Probleme, die auf sie zutreffen müssen, dürfen nicht ausgewichen werden, prokrastiniert, ja, verschoben, sondern müssen angegriffen werden. Aber was sie häufig nicht verstanden haben, ist, dass sie diese Probleme teilweise, um diese sozusagen auf die nächste Level zu kommen, so weit in Angriff nehmen, also so richtig durch die Probleme durchgehen müssen, ja, und dabei ihre Komfortzone teilweise zu 100% verlassen müssen. Das bedeutet im Klartext, dass du vielleicht teilweise eine gewisse Zeit lang überhaupt gar nicht mehr weißt, was du eigentlich tust. Ja, das gehört auch dazu zum Unternehmertum teilweise, weil dann ist da meistens das, wo du lauter neue Dinge tust und die höchste Lernkurve entsteht. Das bedeutet nicht, dass du in dem Moment am meisten Geld verdienst, aber das bedeutet, dass du in dem Moment exponentiell häufig dazu lernst und das ist die Grundvoraussetzung, damit du dann später mehr Geld verdienst. Und die Grundvoraussetzung dafür, dass du irgendwann mal Freiheit erlangst. Und das, was alle Unternehmer da draußen gemeinsam haben, ist letztendlich, dass sie die Freiheit als das höchste Gut schätzen. Ja, und damit natürlich auch die finanzielle Freiheit. Und das ist letztendlich, was sie zum Unternehmer macht. Ja, und nicht Sicherheit. Ja. Unternehmertum hat mit Sicherheit nicht sehr viel zu tun. Okay, das wollte ich in dem Video nochmal sagen und ich hoffe, da konnte ich den einen oder anderen sozusagen nochmal wachrütteln und triff deine Entscheidung, kann ich dazu nur sagen. Ja? Triff deine Entscheidung und wenn du deine Entscheidung getroffen hast, melde dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ansonsten gib dem Video einen Daumen hoch und lass einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.